So, und da sind wir auch wieder. Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Firewatch. Wir sind hier noch in unserem schönen Canyon unterwegs, im Wald. Kein Canyon im Wald. Excuse me, Flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful! Ja, beautiful. Und, genau, wir sind, Cool, den sehe ich gar nicht. Genau, wir sind hier in der Wildnis und auf der Suche nach einem Wanderbaum. Kann ich nichts dazu sagen. Auf der Suche nach dem Campfire. Ich muss ein bisschen gucken. Hier ist sonst, ich schätze mir, hier gibt es sonst nichts zu sehen. Okay. Met in a bar. The birthplace of modern romance. I stumbled over and told her she was pretty, and that was it. Aw, you were brave. I was drunk. Ja, das stimmt ja auch. Ich war betrunken. Oder wir. Wir hier. Die wir alleine durch diese öde Wildnis stapfen und nach dem Campfire, was da drüben ist, Ausschau halten. Da kann ich theoretisch runter. Ja, muss ich wahrscheinlich sogar runter. Gut, gut, gut. Ah ja, stimmt, die Steine rauchen hier, ja. Das habe ich ganz vergessen. Für mich sieht das aus wie Rauch. Kannst mir erzählen, was du willst. Apropos Rauch. Wir haben ja zum Glück genug Schnur dabei. Dann seilen wir uns mal ab. Gut. Und so komme ich auch theoretisch wieder hoch. Okay, ich komme hier gar nicht weiter. Canyon-Übergang, ja. Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Well, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Gut, wir sind ja schon drüber gesprungen, also die Aussage gerade kam ein bisschen spät, aber was soll's. Ich finde das so schön hier. Die Musik ist so schön, so friedvoll. Es ist einfach friedvoll hier. Klar, hier gibt es Leute, die eventuell Feuer machen, was uns Probleme bereiten könnte. Aber es ist kein Survival-Spiel. Das wäre nämlich, würde nicht auch passen. Deswegen wie abstürzen, gucken müssen wir mal überlegen. Aber soweit ich weiß, kein Survival-Spiel. Und wir wissen hier einfach, ja, weil wir hier sind. In einer schönen Umgebung. Schönen Gitarrenklängen. Da komme ich noch nicht durch. Springen wir runter. Ah, das ist wahrscheinlich, um später hier das Ding dann abzukürzen, ne? There's really no way past some of this underbrush that's grown over the trail. See, the thornier a trail is, the less inclined a ranger is to want to deal with it. They'll just hike or take their horse a different way. Ah, Kiste. Sehr gut. Wieder was für mich. Do
People just stuff these things with old food. That's how you get bears. Those boxes are bear proof. I wouldn't worry about it. Ja, wir waren hier schon, aber bear proofed. Ja, Deckel offen, nicht abgeschlossen. Okay. Was ist das? Was war das für ein Geräusch? Die Rauchsäule war dahin. Eine Rauchsäule. Das klingt wie eine Trommel. Kann doch nicht sein, dass die Trommeln sind, oder? Naja, so gern ich jetzt auch mich umgucken würde, wir müssen nach der Rauchsäule schauen. What are you gonna do when the fire season wraps up? Are you gonna go be with her? Just go back to Boulder? You should go be with her. Maybe I'll go visit. I don't know. Well, why not? She's with her family in Melbourne. They're not big fans of mine. Oh. Her sister, Susan, is great, but her parents, I think they always thought she could do better, and that I could have done a better job looking after her. Fuck that. I have no doubt you did your best. I don't know. If you want to go visit her, you should go. Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love. I'll think about it. Wow, there's an old, I think it's called a medicine wheel out here. Yeah, it was made by Crow American Indians hundreds of years ago. There are lots of small ones. Have you ever been to Medicine Wheel Monument over in the Bighorns? Well, I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. Okay, Medizinrad habe ich jetzt noch nie von gehört. Ich weiß, wir müssen in die andere Richtung. Das sagt mir das Spiel anscheinend auch, aber warum kann ich hier lang laufen? Ist das mal dann missionsabhängig, wo die Büsche wachsen oder was? Okay, dann ja, Medizinrad. Hey, I'm at the medicine wheel and I can't see the smoke anymore. Where am I headed again? Towards Five Mile Creek. It's in the southwest quadrant of your map. Okay, heading over there now. Ja, auf die Map schaue ich nie. Näher halten. Wo bin ich denn gerade? Ach, da unten. Campfire Smoke. Oh, das ist ja noch ein Stück. Ich glaube, das sind alles Wege, die die eingezeichnet haben, die vorher nicht drin waren. Das ist natürlich nicht schlecht. Jo. Kannst du nichts sagen? Gut. Da drüben. Ja, ich kann da natürlich jetzt drüber hüpfen, ne, aber... Also, ne, die Zeit kann ich mir auch sparen. Okay. I'm back at the shale slide. You know, the one that nearly killed me yesterday. You ready to give it another shot? Do I seriously have to? To get down to Five Mile Creek? Yeah, afraid so. It's quite a ways downhill from here. Ja gut, aber jetzt haben wir hoffentlich ein besseres Seil, ne? Es hat die ganze Zeit gehalten, das Seil. Natürlich wäre mal wieder klassisch, wenn das jetzt reißen würde. Aber ich denke das einfach mal nicht. Wann geht das lange? Willst du es durchfunken? Ich würde das durchfunken. Hab's geschafft. Ja, okay. Seil, oh ja. Jetzt kommen wir auch hier runter. Gut. Muss da ja nicht gleich runterlaufen, oder? Nö. Gut, gut, gut. Hier müssen wir schon durch. Da kommen wir zu diesem See. Ja, kommt mal halt hier runter. Abseilen. Auch ein Knochenjob hier, durch die
gegenzulaufen. Aber ich glaube, sowas könnte ich mir auch vorstellen. Also so ein bisschen durch die Wildnis stapfen, Feuerausschau halten. Ja, das bisschen Gekletterer, okay, aber die Wildnis ist halt viel schöner. Also das ist es wert, würde ich sagen. Boah, das so gemütlich ein Einsiedlerleben führen, warum nicht? Und immer eine Kisten looten, das ist wichtig. Nein. Nein. Ja, ich hab's nicht so mit Zahlen gerade. Hey, wie, das geht nicht. Ah. Gut, Pfeiltasten, Klassiker. So. So, jetzt aber. Es ist so schwer, es 1, 2, 3, 4 einzugeben. Kiefernzapfen. 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 Junge. Okay, mehr kann ich nicht angucken. Karte. Informationen abschreiben. Ja, gib her. Karte aktualisiert. How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. Psychisch krank, das klingt gut. Bären töten, kein Dreckskerl. You really didn't like that guy, did you? I don't know. I just had a hard time talking to him. I mean, there are lookouts who seriously won't shut up, who call me about every little thing that pops into their head. And then there are those who just want to be left alone. He was the latter. And I'm the former, aren't I? Well, I didn't want to say anything. No, it's fine. I'll just chuck my walkie-talkie into the river. Oh, come on. And you'll never hear from me again. Finally, peace and quiet. Woohoo! So, isn't your radio supposed to be in the river? I couldn't bring myself to do it. Well, I guess I'm stuck with you then. Yeah. So, did you mention something about Ned Goodwin having PTSD? That doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah. I talked to him way more than I'd talked to Ned, that's for sure. How was he at, you know, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. Ja, ist nicht so mein Ding. Lesen. Vermisst. Name Mitch Michaels. Alter 31. Größe 1,89. Gewicht 75 Kilogramm. Haare kurz braun. Erkennungsmerkmal markanter Bart. Allgemeine Angaben. Mitch Michaels wurde zuletzt am 3. Juli 1981 in der Nähe des Johnessy Lake gesehen. Die erste Vermisstenanzeige wurde am 29. Juli 1981 von Mitarbeitern der Forstverwaltung erstattet. Der Vermisste kennt sich im Gebiet nicht aus. Letzter bekannter Aufenthaltsort, Mitch Michaels, wurde zuletzt am Morgen des 3. Juli 1981 am Johnessy Lake gesehen. Angaben zum Fahrzeug. Ford F-250, Baujahr 1972. Blau-weiße Lackierung, Kennzeichen aus Montana, 28073226. Haben Sie die vermisste Person gesehen oder mit ihr gesprochen oder können weitere Angaben machen? Kontakt Leitstelle Shoshone Staatsforst. Shoshone Staatsforst. Telefon, ja. Ja, wir nehmen die mal mit. Oh, was ist das? Das kann ich nicht. Okay. Das kann ich mir nicht anschauen. Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there.
Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Yep, da bin ich gerade. Also dem Fluss folgen. It's a really nice waterfall down here. Even those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. Nein, ich kann da nicht drauf. Oh, was? Found one of their empties. Guess we're on the right track. Roger that. Mit dem Bier. Mein Bier, ne, in der Wildnis müssen wir was trinken und so, ist ja voll okay, aber im Sommer kann ich seinen Müll mitnehmen. Finde ich auch auf Raststätten immer so ekelhaft, wenn man, ja, ich sag mal, Raststätten, die keine so, ja, keine Tankstelle oder irgendwas drauf haben, da sieht's aus teilweise, furchtbar. Hey, what's to the south of here? Mexico? Is this some sort of riddle? I just have a nice view to the south. You know, trees and mountains forever. Well, eventually you'll wander into the area overseen by Chimney Rock Lookout, but that's probably an impossible hike in terms of terrain. Okay. So, jetzt, wo muss ich lang? Wo ist die Rauchsäule? Ja. Ah, ich habe ja eine Map. Ah, ich muss da über den Weg anscheinend. Hier. Ist immer so schwierig, hier einen Weg zu finden. War ich doch schon. Da kam ich nicht hoch. Komme ich auch nicht hoch, oder? Das ist zu steil. Ja. Habe ich mich jetzt echt in meinem eigenen Gebiet verfranst? Naja, Wasserfall. Okay. Moment. Vielleicht muss ich hier lang. Kam ich ja nicht. Ah ja, er speichert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. I see a campsite and it looks like they've got a fire. Is it them? It seems like it. I swear, they must have dragged 4 cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. These girls have a full case of beer left here. A full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you... It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? It's another one of those magazines. I don't get why the hunks have to be so dangerous. Well, you're clearly not a young woman. Girls should want nice hunks. Ugh, boring. Huh, pants are back. I'm sorry, pants are back? Well, according to the experts at Teen Zone magazine, it's unclear where they've been. The pants, I mean. Ich find's schön, dass ich mal richtig schön nachtreten kann. Ja, also die Zeitschriften, interessant, aber ja. Oh, das... Oh! You know, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Their tent looks like it's been through the shredder. What could have done that? Like a bear, or,
I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It yeah. might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah, okay. Good thinking. Okay. Da hängen Zettel, habe ich gesehen. Dann tun wir jetzt mal noch die Kleidung melden. Some of their clothes are all torn up. That's not good. Okay, ich kann hier sonst nichts melden, dann. Looks like someone left a note. Intriguing. Maybe you should read it. Okay, yeah. Let me know what it says. Oh, they're gone, for sure. Well, what's it say? To call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? Henry, did you attack Nein. Or do anything that could be perceived as an attack to these campers? No, well, hey, I didn't do this, okay? Someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. I didn't. Of course I didn't. I just threw their stereo in the lake. Yeah, I really wish you wouldn't have done that. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back, and we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Ja, okay. Nein, ich wollte den Test noch lesen! Was? Was soll das? Kann ich zurück an die Arbeit? Ich wollte den Zettel noch lesen. Toll, die habe ich natürlich nicht. Och, wie kacke ist das denn? Hey, Henry? Ja. What do you look like? Why are you asking? Because I'm horribly superficial. I could be Tom Cruise's good-looking twin brother. Oh, that's too bad. I read in People he's like 5'0". Yeah, well, you can't win them all. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, PC, or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow, I don't need a spotting scope for that. If not shorts, then what do you normally like to wear? Nichts. Tuxedos, as often as possible. Oh, really? You bet. How cosmopolitan. I didn't realize Boulder was so chic. It is the peak of high society. To know, dear, yes. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Ich habe mir meine Nase gebrochen. Ich habe einen dünnen Schnurrbart und eine lange Nase. Well, I have a thin mustache, real thin mustache. I got a long scar, goes down across my eye and down my cheek. And you only wear tuxes? Yeah. Yeah. Hmm. Are you a freaking Bond villain? I get up to some stuff, yeah. I don't think you're taking this very seriously. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. Your what? Is that okay? Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. Tired. You look tired, I think. Yeah. Oh, yeah? Yeah, you know, you hit a certain age and you think you're a younger person who just looks tired all the time. Speak for yourself, mister. But I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Okay. Ich würde gerne noch mal dahin gehen, wenn das machbar ist. Ich laufe bestimmt in die falsche Richtung.
Sorge mehr weiter. Ja, alles zu seiner Zeit. Aber in welche Richtung liegt denn das? Okay, in Norden. So hebe ich die Karte theoretisch richtig. Also muss ich nach Westen. Da lang. Ja. Ich fände das cool, wenn ich das wieder... Kiste! Ich fände das cool, wenn ich das wieder finde, weil ich würde den Zettel gerne lesen. Ich meine, klar, man hätte den auf Englisch mitlesen können, aber... Ich dachte, ich kann den noch in Ruhe lesen, dann heißt, jo, jetzt gehst du zurück und dann ist gut. Oh je. Lauf doch da einfach, du... Ernsthaft, lauf doch da einfach drüber. Komm, es ist ein niedriger Abfluss. Hey, nächste Kiste. Toilettenpapier. Yeah. Heutzutage? Ja. Buch. Auch nicht. Nachricht lese ich mir gleich durch. Information abschreiben. Und die Nachricht lesen. Hi Ron. Ich wünschte mir, die da oben würden uns Funkgeräte geben, die nicht komplett für den Arsch sind. Meistens schreibe ich ja lieber, aber ab und zu wäre es schön, dich sofort erreichen zu können. Meine Schwester hinterlässt mir dauernd Nachrichten der Zentrale. Sie versteht wohl nicht so ganz, dass ich den Job hier angenommen habe, damit ich Ruhe vor ihr und unserer Mutter habe. Ich sitze schon eine Weile hier und überlege, was ich ihr sagen soll, aber habe bislang nur eine halbe Flasche Gin getrunken. Ich vermisse dich. Dave. Gut, wir behalten die. Warum ist das Bild so unscharf? So, warum ist das Bild so unscharf? Hab ich irgendwas getrunken? Warum ist das Bild so unscharf? Einstellungen. Grafik. Ich stell's mal auf. Ja. Ja. Warum ist das Bild so unscharf? Okay. Das ist sonderbar. Ja. Ich mache jetzt hier mal einen Cut. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich starte das Spiel mal nochmal neu, weil das ist sehr merkwürdig. Und jo, dann bis dann. Ciao.